Jetzt kommen die Punkte hier auch zum Einsatz. Ich weiß nur wirklich nicht, was die bedeuten. Okay, man muss wirklich alle mitnehmen. Muss man die Punkte auch noch gleich verteilen in die jeweiligen Kanten? Also, so ganz, naja. Aber es gibt uns schon mal einen guten Tipp, wie wir es dann in nächster Zeit dann mal machen könnten. Na, guck mal, ich trenne die doch. Oder, ach, da muss ich sie auch noch von den trennen. Die beiden, wenn zwei da sind, müssen sie zusammen sein? Ernsthaft? Also, dann muss es ja nicht so. Und es muss eine Farbe mit da rein? Also meinetwegen, so. Naja, nicht ganz. Das klappt ja nicht, aber... Okay, wenn Farben da sind, müssen sie auch komplett. Zum Beispiel jetzt machen wir mal einen mit Weiß und einen mit Schwarz. So. Na gut. Okay, was? Okay, also wenn welche gefangen sind, muss die gleiche Farbe allerdings dabei sein. Also, na gut, das wird nichts. Oh Gott. Also so. Okay, und die muss ich dann noch in zweier Brackets hier aufteilen. Und noch die Farbe trennen von denen. Oh Gott. Okay. Okay. Ach so, weil ich... Ah, okay. Ja, okay. Ich hatte meinen Fehler. Ich habe einen Fehler eingesehen. So nicht, so nicht.
Okay. Muss sie ja trennen, irgendwie. Und das fällt mir schon dadurch schwer, dass ich. Genau. Oder müssen da keine Farben drin sein? Reicht das, wenn die Farben alleine für sich stehen dann? Passt auch nicht. So. Habe nicht drüber nachgedacht. Okay. Ah, okay. Nee, macht trotzdem was. Okay. 2. Okay. Ja, macht Sinn. Macht tatsächlich Sinn. So. Oh, ist, ja. What? Ja, die müssen in ein und die Farben müssen eigentlich nur zusammen sein. Mehr ist es nicht. Okay, das ist ein Problem. Oder so. Nee, ist es nicht. Wenn die Farben alle drin sind, macht das ja nichts. So, müssen die jetzt? Warte mal, ich versuche mal weiß. Geht auch. Okay, ist an sich genau das gleiche gewesen. Ist scheinbar die Farbe. Die Farbe darf es nicht sein. What? Ich will nur was ausprobieren, ob er irgendwas annulliert, was ich nicht glaube, aber. Okay, was habe ich nicht verstanden? Muss der alleine sein? What? Warum wäre das nicht gegangen? Weil die mit Schwarz in einem Feld wären, aber. Da ist irgendwas noch was drin, was ich nicht verstehe. Macht keinen Sinn, dann. Wenn es einer ist. Gibt es woanders hier noch weitere Rätsel? Ne, von da komme ich.
In die Richtung geht es noch weiter. Wollen wir mal gucken, was da ist? Ah ne, dachte ich. Ah ne, da hinten. Und hier erstmal weiter, weil ich mir gerade nicht sicher bin, wie das läuft. Ach so. Wir haben nur bestimmt Zeit dafür. Verstehe, verstehe. Okay. Aber gut zu wissen, sonst wären wir nicht durchgekommen. Haben wir das schon mal vorher geklärt. Falsch. Richtig. Guck mal, wie viele Dinger da noch runter sind. Yay. Super. Kann mir irgendwer erklären, wie das... Ich habe auch noch eine weiße Linie. Macht das einen Unterschied? Darf es nicht mehr in die Nähe kommen? Kann das sein? Dann müssen wir den komplett ein... Was sind denn die Gegebenheiten von dem Ding? Das muss doch bestimmt auch einen Grund haben, dass es 3, 7, 8 Sterne. Ich verstehe das nicht. Können ja immer noch immer was anderes machen. Wir haben ja tatsächlich noch genug Rätsel vor uns. Hier geht es aber auch noch weiter. Boah. Okay, das geht. Okay, solange sie im gleichen Maße verteilt sind. Okay. Ja, okay, das macht Sinn, aber... Okay. Mhm.
Nee, dann fehlt mir ja einer wieder. Aber es sind drei auch, das ist auch Quatsch. Drei dürfen auch von hier nicht rein. Also wie es aussieht, gibt es halt zwei Lösungen. Dadurch, dass es spiegelverkehrt ist und die gleiche Anzahl da ist, müssen wir trotzdem erstmal rausfinden, wie das Sinn macht. So macht das keinen Sinn. So macht das eigentlich Sinn. So macht das auch Sinn. Okay. Next. 1, 2, 1, 2. Das passt schon mal nicht. Wird auch nicht passen. Nö. Das passt allerdings. So. So. So, drei. Was wird passieren, wenn man drei verschiedene in einen Topf mixt? Weiß ich nicht. Kommen wir gerade nicht so weit, aber hier können wir es testen. Oder auch nicht. Okay, das geht, solange es nicht mehr als zwei sind. Okay, ich muss erst hier hin, sonst kann ich die nicht trennen. What? Ich die irgendwie auf andere Art trennen. Okay, die sind nicht ohne. Eieiei. Muss ich erstmal echt scharf überlegen. Muss die hier irgendwo irgendwie trennen? Das ist ein Problem. Geht auch nicht. Nein, geht auch nicht. Doch, das geht. So. Nur ein bisschen nachdenken. Aber vom Ding her möglich. Zu viele von denen hier. So. Soll das so? Ich glaube nicht. Oh Gott, jetzt kombinieren wir die hier. Das ist natürlich mistig. Nicht schön. Also die Form muss ja mindestens einmal dann drin sein. Okay, also theoretisch. Aber die müssen nicht mit drin sein, oder?
Weiß es nicht. Also jetzt habe ich den sowieso eingesperrt, das wollte ich auch nicht. Geht auch nicht. Also für den ist tatsächlich das die einzige Möglichkeit fast. Außer ich kombiniere den mit da hinten, dann geht's auch so. Aber es passt ja von den Feldern nicht. 2, 3, 4, 5. Selbst wenn ich die irgendwie so kombinieren könnte, hätte ich einen Block zu viel. Ich muss mit dem hier anfangen halt. Glaube ich. Bin ich der Meinung gerade. Die Felder gehören schon dazu, ne? Also, sag ich mal, das wären denn zwei. Und ich brauche keinen dritten, weil der da drin ist, oder? Mal gucken. Ja, okay. Will trotzdem mal gucken, ob ich den mache. Passt der auch noch nicht? Hä? Ach so, der muss so hin. Okay, alles klar. Muss er nur irgendwie rein? Nee, okay, der muss genau passen. Also so muss es fast sein. Fast. Also ist jetzt nicht. Eigentlich ein Problem. Was ist das? Ich will nur wissen, ob er dann noch. Nee. Okay. Der hat zu viel Platz, der hier. So oder so ähnlich ging es auch. So. Also so oder so ähnlich, meine ich. Den unten kann ich eigentlich weglassen. Also noch einen haben wir zu viel. Die müssen exakt reinpassen. Liegt das denn hin? Muss ich die halt auch davon trennen, ne? Voneinander. Ja.